Hallo zusammen und herzlich willkommen bei My Golden Aiko. Dies ist der fünfte und letzte Teil unserer Beschäftigungsreihe und heute geht es um Beschäftigungsspiele für draußen. Oh Gott, Aiki, du bist so süß. Es gibt eine ganze Reihe Beschäftigungsmöglichkeiten für draußen. Einfache Beschäftigungen, die eure Hunde einfach nur auspowern, aber es gibt eben auch wirklich Beschäftigungen, die sehr anspruchsvoll sind. Wir fangen nun mit einer ganz einfachen Möglichkeit an, womit ihr euren Hund mal so richtig auspowern könnt, ohne dass ihr selbst dermaßen ins Schwitzen geratet. Und zwar handelt es sich dabei um die sogenannte Reizangel. Ich habe hier eine Reizangel, die habe ich mal bei Zoo Plus gekauft für wirklich relativ wenig Geld. Und bisher hält sie wirklich richtig gut, also da ist noch nicht viel mit passiert. Jetzt habe ich einen Knoten reingemacht, auch schön. Und jetzt, wo wir endlich Frühling haben und der Frühling uns ja auch wirklich mit sommerlichen Temperaturen überrascht hat, können wir diese Reizangel super nutzen. Allerdings nur in den Morgenstunden, weil es mir ab mittags einfach schon viel zu heiß draußen ist. Und dann ist das hier keine geeignete Möglichkeit. Denn mit dieser Reizangel gerät euer Hund absolut auf Hochtouren. Und das ist natürlich nicht geeignet, um es in der prallen Sonne zu spielen, weil euer Hund dann einen Hitzschlag oder sonstiges bekommen kann. Also am besten irgendwie in den frühen Morgenstunden oder einfach, wenn es nicht ganz so warm draußen ist, ist es eine prima Sache. Ich habe diese Reizangel übrigens auch total gerne genutzt, als ich die Grippe hatte. Da war es draußen noch nicht ganz so warm, eigentlich war es da noch relativ kühl. Und ich konnte mich einfach aufgrund meiner Gliederschmerzen nicht sonderlich gut bewegen. Ich wollte aber Aiko einfach die Möglichkeit geben, sich auszutoben, auszupowern. Und da war die Reizangel einfach wirklich top. Hier an dieser Reizangel ist einfach so ein Stück Fleisch in Plüschform mit einem Squeezer drin und es ist ganz witzig, weil Aiko dann eben hinter einem Stück Fleisch herrennt. Man kann sich eine Reizangel auch selber bauen, aber die gibt es mittlerweile so günstig in Tierfachmärkten zu kaufen, dass es sich da eigentlich auch mal lohnt vorbeizuschauen. Diese hier ist qualitativ auch wirklich hochwertig. Hier ist ein Teleskopstab, den man ausziehen kann und daran eben die Schnur, wo sich das Fleisch befindet. Und somit kann man wirklich in einem sehr großen Radius das Fleisch schwingen lassen. Aber auch bei der Reizangel gibt es einfach einiges, was man zu beachten hat. Zum Beispiel soll der Hund wirklich hinter dem Fleisch herlaufen und sich nicht den Stab schnappen. Das heißt, wenn euer Hund, ich sag mal, zum Stab hochschnappt und versucht, den Stab anzuhalten, weil es ihm irgendwie zu schnell geht oder weil ihm es einfach nicht passt, dass er nicht ans Fleisch herankommt, dann solltet ihr das Spiel nochmal anders aufbauen und schauen, wie ihr zueinander findet. Denn es macht natürlich keinen Sinn, wenn der Hund den Stab hochjagt und nicht das tut, was er eigentlich machen soll. Am besten fangt ihr ganz einfach an, ganz langsam und lasst das Fleisch langsam über den Boden gleiten, sodass der Hund eben versteht, okay, ich gehe hinterher. Und später könnt ihr wirklich das Tempo erhöhen, sodass der Hund echt gut in Bewegung gerät. Aber wie gesagt, passt auf, schaut auf die Signale eures Hundes, denn mit dieser Reizangel kann man den Hund relativ schnell auspowern. Eine zweite schöne Möglichkeit, wie man den Hund richtig gut auslasten kann, ist das Apportieren. Vorausgesetzt, der Hund apportiert auch tatsächlich. Es gibt natürlich einige Hunderassen wie Aiko beispielsweise oder Labradore, die apportieren für ihr Leben gerne. Denen ist das einfach mit in die Wiege gelegt worden. Wir mussten quasi das Apportieren so gut wie gar nicht üben, weil Aiko das von Anfang an einfach schon beherrscht hat. Was wir tatsächlich üben mussten, war, dass Aiko lernt, den Gegenstand auch wieder abzugeben. Denn das wollte Aiko am Anfang nicht so gerne. Das war also quasi unser Übungsfeld und vor allen Dingen eben auch draußen. Denn drin klappte es relativ schnell, aber draußen wollte Aiko damals einfach seine Beute nicht wieder abgeben. Das ist eine Übungssache, da kann man super mit Leckerlis arbeiten und in unserem Fall mussten es auch wirklich sehr gute Leckerlis sein. Da haben wir zum Teil Aikos Tagesration mit rausgenommen, das heißt Aikis Pariballwurst und ihm die dort angeboten. Das hat dann wunderbar funktioniert. Mittlerweile klappt das Apportieren super draußen. Manchmal, wenn es dann zu viel geworden ist, will er die Beute auch nicht wieder hergeben. Das ist dann auch für mich ein Zeichen, dass es einfach zu viel war. Denn man soll einfach dann aufhören, wenn man ein gutes Erfolgserlebnis hatte und nicht zu viel machen. Einige Hunde haben da aber gar keine Schwierigkeiten und geben freiwillig den Gegenstand wieder ab, weil sie natürlich wollen, dass Frauchen oder Herrchen den Gegenstand wieder werfen. Es gibt auch Ballschleudern, mit denen man das machen kann. Ich finde diesen Leuchtturm allerdings sehr gut. Der ist von Lighthouse, den gibt es eigentlich so gut wie in jedem Tierfachhandel zu kaufen. Man kann ihn auch bei Amazon bestellen. Mir gefällt hieran einfach, dass man ihn durch dieses Seil hier super weit werfen kann und
der Leuchtturm schwimmt auch noch, sodass man ihn auch mal irgendwie in einen See werfen kann und der Hund, vorausgesetzt er geht gerne ins Wasser, was bei Alko der Fall ist, kann ihn dann aus dem Wasser apportieren. Eine andere Möglichkeit, was ihr mit eurem Hund super draußen machen könnt, eben mit dem Leuchtturm oder auch mit anderen Gegenständen, beispielsweise auch mit einem Futterdummy. Moment, ich habe hier mal ein Exemplar. Das hier ist so ein Futterdummy, wie wir ihn ganz gerne benutzen. Der hier ist allerdings jetzt noch unbenutzt. Gerade hat Ike ein bisschen drauf umgekaut, deswegen ist er jetzt leicht dreckig. Aber wir haben davon eben zwei und einer sieht auch schon aus wie Kraut und Rüben. Der liegt bei mir im Auto. Ich nutze diese Futterdummies total gerne zum Versteckspiel. Also euer Hund bleibt liegen im Platz und ihr entfernt euch von ihm, versteckt den Gegenstand, geht wieder zu eurem Hund zurück und gebt ihm das Signal Such. Daraufhin sucht der Hund eben den Futterdummy, bringt ihn zurück zu euch und darf dann als Belohnung hieraus fressen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil der Hund eben seine super Nase zum Einsatz bringen muss. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach mit anderen Gegenständen machen. Ich mache es auch ganz gerne mit dem Leuchtturm, dass ich den Leuchtturm verstecke und Aiko ihn eben sucht. Funktioniert bei uns genauso gut. Dafür erwartet Aiko jetzt nicht immer unbedingt ein Leckerchen, weil er einfach für sein Leben gerne sucht und apportiert. Aber wenn euer Hund da eher unmotiviert ist oder nichts gegen Belohnung macht, könnt ihr es natürlich erstmal mit Belohnung versuchen. Schaut einfach, was da für euch am besten funktioniert. Außerdem könnt ihr euren Hund auch während des Gassigangs auf Schatzsuche schicken, indem ihr einfach einen Gegenstand zwischendurch verliert und euren Hund dann zum Suchen schickt. Ich würde am Anfang nicht so große Distanzen wählen, einfach weil, naja, es gibt viele Ablenkungen draußen. Das heißt dann nicht unbedingt, dass der Hund das Ganze findet. Aber Übung macht den Meister und ihr könnt das Ganze dann immer weiter steigern. Irgendwann kennt der Hund es eben auch und weiß, was von ihm erwartet wird. Bestenfalls bringt der Hund euch den verlorenen Gegenstand wieder zurück und gibt ihn euch. Dann natürlich den Hund belohnen und loben, loben, loben. Außerdem könnt ihr draußen Futtersuchspiele spielen, indem ihr euren Hund einfach absetzt und ein paar Leckerlis versteckt und euren Hund dann losschickt, damit er sich die Leckerchen sucht. Achtet darauf, dass sich in der näheren Umgebung nicht irgendetwas befindet, was der Hund nicht fressen soll. Beispielsweise Giftköder oder ähnliches. Eine wunderbare Art und Weise, eurem Hund beizubringen, dass er nicht alles vom Boden essen darf, was er findet, sondern er darf erst essen, wenn ihr das Okay dafür gebt. Während der Brut- und Setzzeit müssen die Hunde in den meisten Bundesländern in Deutschland an die Leine. Achtet also bei der Auswahl des Ortes darauf, dass ihr entweder eine Schleppleine oder eine Flexileine dabei habt oder ihr schaut euch einfach um, wo sind geeignete Hundeauslaufflächen, wo der Hund völlig frei laufen darf. Schaut einfach mal, ob es auch in eurer Gegend einen sogenannten Hundewald gibt. In diesen Wäldern dürfen Hunde auch während der Brut- und Setzzeit völlig frei laufen, weil es dort keine Wildtiere gibt. Ihr könnt natürlich auch draußen einige Kunststückchen mit euren Hunden machen. Das heißt, der Hund soll beispielsweise einen Baum umrunden oder er läuft bei euch Slalom durch die Beine. Das erfordert allerdings einiges an Übung und ich hätte euch sowas auch gerne abgefilmt, aber dazu muss ich sagen, dass wir das auch noch nicht so gut beherrschen. Also Aiko kann zwar Slalom so eine 8 um die Beine herumlaufen, das werde ich euch auch mal einblenden, aber so richtig Slalom, das heißt, ich laufe Schritt für Schritt nach vorne und Aiko läuft zwischen meine Beine hindurch. So weit sind wir noch nicht, da üben wir noch fleißig. Das ist etwas, was wir uns für diesen Sommer vorgenommen haben, dass wir uns an solche Kunststückchen heranwagen. Und wir wollen auch das Umrunden eines Baumes etwas mehr üben, denn da sind wir auch noch nicht so fit. Zu guter Letzt habe ich noch eine Idee für euch, wenn ihr mit mehreren Hunden unterwegs seid. Das sogenannte Hunderennen. Und es bedeutet in diesem Fall nicht, dass alle Hunde gleichzeitig losrennen, sondern da geht es wirklich um Disziplin. Ich erkläre einmal ganz kurz das Prinzip. Ihr seid beispielsweise mit zwei Hunden unterwegs, die sich relativ gut kennen und wo ihr wisst, dass es keine Probleme gibt. Ihr setzt die beiden Hunde nebeneinander und dann wird nacheinander ein Hund abgerufen. Das heißt, erst beispielsweise wird Anton abgerufen und darf zum Herrchen laufen oder zu Frauchen
und dann wird erst Aiko abgerufen und darf beispielsweise zu mir laufen. Dabei ist es einfach wichtig, dass die Hunde lernen, dass sie nur dann loslaufen, wenn ihr Name gerufen wurde. Das heißt, wenn der Hund tatsächlich angesprochen wurde und nicht, wenn der andere Hund losrennt. Das erfordert wirklich unheimlich viel Disziplin und nicht jeder Hund schafft dies auf Anhieb. Aiko ist so ein Kandidat, dass er so 2 Durchläufe braucht, bis er es dann tatsächlich verstanden hat, okay, ich muss jetzt tatsächlich hier sitzen bleiben, bis Frauchen mir Bescheid gibt, dass ich losrennen darf. Und man merkt richtig, wie angespannt er ist und welche Anspannung von ihm abfällt, wenn er dann tatsächlich losrennen darf. Das macht Hunden in der Regel eigentlich ziemlich viel Spaß, aber da würde ich auch gar nicht so unfassbar viele Durchgänge machen, denn das kann den Spaß dann wiederum auch zerstören. Also einfach so ein paar Spiele für zwischendurch, wo man die Disziplin noch einmal und die Konzentration noch mal richtig schön fordert und natürlich auch fördert. Okay, meine Lieben, das war's also jetzt mit dem 5. Teil unserer Beschäftigungsreihe. Und ich hoffe, ihr hattet Freude daran und konntet vielleicht das ein oder andere Neue für euch entdecken. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Beschäftigungsmöglichkeiten ihr sonst noch kennt, die man eben draußen erledigen kann. Also, meine Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!